Die Ciri in so einem Kleid, ey. Spart euch die Großzügigkeit für die Leute, deren Häuser eure Armee niedergewalzt hat. Das tue ich wegen Ciri, nicht wegen eures Goldes. Deine Motive interessieren mich nicht. Nur Ergebnisse. Yennefer, erzählt dir den Rest. Diese Audienz ist beendet. Mererit, bring ihn zur Zauberin. Folge er mir, wenn es dem Herrn recht ist. Bleibe er nicht bei mir. Es sind viele ehrenhafte Gäste im Palast, die der Herr verabscheut, nicht belästigen darf. Die beiden sind schon cool. Und es ist Nachmittag. Warum? Was? Weißt du, mit wem du redest, Soldat? Ich bin Herewar der Zweite. Jo, bis gleich. Man lässt mich hier nicht probieren, den Kriegsteller warten. Ach, Nida? Jetzt redet doch mal vernünftig, Leute, ey. Bam. Hey, warum muss man nur so langsam laufen? Ja. Die reden. Ich könnte ganz kurz sprinten. Wenn der Herr soweit ist, möge er mich aufsuchen, um seine Habe zu holen. Wenn der Herr soweit ist, möge er mich aufsuchen, um seine Habe zu holen. Ist die Feder noch angespitzt? Ja? Dann schreibe. In Novigrad haben nicht der Stadtrat und die Kaufmannsgilde das Sagen, sondern die Kirche des ewigen Feuers und die kriminelle Unterwelt. Die Unterscheidung ist bisweilen schwierig. Sind sowohl erbarmungslos als auch... So, haben wir jetzt unser Pläuschchen mit Yennefer? Geralt, diese Tunika. Du siehst einfach umwerfend aus. Könnte ich sie bloß ausziehen. Unter anderen Umständen würde ich das als Vorschlag werten, den ich sogar wahrnehmen könnte, aber wir haben was zu tun. Verstehst du jetzt, warum ich an Emias Hof bin? Mhm. Und jetzt sitzen wir wohl im selben Boot. Ciri, ist sie wirklich wieder da? Oder irrt er sich vielleicht? Schau, so sieht sie jetzt ungefähr aus. Jedenfalls unseren Agenten zufolge. Unsere kleine Hexerin ist eine junge Dame geworden. Hört, hört. Das sind also schon unsere Agenten. Donnerwetter, du hast dich rasch arrangiert. Geralt, verdreh mir nicht die Worte im Mund. Ich weiß, wer Emir ist. Er hat diesen Krieg und das Blutvergießen begonnen. Er hat meine Freunde umbringen lassen. Aber ich habe keine andere Wahl, also bitte. Streiten wir nicht über das Für und Wider, sondern finden wir Ciri. In Ordnung? Gut. Emir sagt, die wilde Jagd sei hinter ihr her. Bis zu den Ereignissen gestern hätte ich das kaum geglaubt. Wie haben sie uns aufgespürt? Wegen mir. Weißt du, ich habe Monate damit verbracht, nach Ciri zu suchen. Mit Ortungszaubern, Haruspitie, Geomantie, einfach mit allem. Ich wusste, dass die wilde Jagd es merken und mich sogar finden könnte. Aber ich dachte, ich hätte sie getäuscht. Tja. Tja, du hast dich wohl geirrt. So sieht's aus. Ich habe seit einiger Zeit gespürt, dass sie mir auf den Fersen war. Wenn du und Emhirs Soldaten nicht gewesen wärt, hätte sie gekriegt, was sie will. Noch so eine Begegnung kann ich nicht riskieren. Es ist Zeit, die Magie beiseite zu lassen und konventionelle Methoden einzusetzen. Den besten Fährtenleser, den ich kenne. Du musst sie finden, Geralt, bevor es die wilde Jagd tut. Ja, wäre ganz gut, ne? Die wilde Jagd. Was kann sie von Ciri wollen? Keine Ahnung, Geralt. Ich hätte sie ja angeschrieben und nachgefragt, aber ich habe die Adresse nicht. Ich weiß so viel wie du. Es muss um ihr Blut gehen, um ihre Gabe. Aber was die Jagd mit der Gabe vorhat, darüber will ich lieber nicht nachdenken. Wo genau wurde Ciri denn gesehen?
An zwei Orten, Velen und Novigrad. Die Spur in Velen ist aussichtsreicher. Da solltest du zuerst hingehen. Frag nach einem Kaufmann namens Henrik in der Taverne am Scheideweg. Er ist einer der kaiserlichen Agenten und sollte sich mit dir in Verbindung setzen. Das war's? Keine Losungen, keine geheimen Begrüßungsrituale? Nein. Tut mir leid, dir die Kindheitsfantasien über die Spionage zu verderben. Wir haben in Novigrad nur unbestätigte Meldungen und Berichte. Mach ich gleich. Aber du hast da die Hilfe unserer gemeinsamen Bekannten. Triss Merigold. Die hat offenbar eine gemütliche Wohnung am Marktplatz. Ach, Triss. Sie wird bestimmt entzückt sein, mich zu sehen. Was ist mit dir? Was hast du vor? Ich segle nach Skellige. Da hat es neulich eine magische Explosion gegeben, die einen halben Wald zerlegt hat. Ich glaube, dass das was mit Ciri zu tun hat. Ich bin in Kaer Trolde. Komm zu mir, wenn du was erfahren hast. Noch eins, bevor wir gehen. Warum hast du nicht versucht, mich zu erreichen? Weißt du, da suchst du die ganze Zeit. Wolltest du mich gar nicht sehen? Ich wollte nichts verderben. Ich hörte, Triss und du wären ein tolles Paar. Jen, ich hatte das Gedächtnis verloren. Wirklich? Das ist deine Ausrede? Lassen wir das, ja? Es ist nicht, was du denkst. Es hat mir gezeigt, wie sehr ich dich liebe. Ich will sowas nicht hören. Nichts davon. Tja, aber es stimmt halt, ne? Das sind die beiden wirklich bedeutsamen Frauen in Geralds Leben. Wobei Yennefer ja noch mehr bedeutsam ist eigentlich als Triss. Nun denn. Und die Wilde Jagd ist halt so ein Geisterverein. Ja, so eine Geisterpappnasen, die halt dann ab und zu mal auftauchen und Schrecken verbreiten. Und Leute jagen. Weil das macht man so als Wilde Jagd. Wenn man detailliertere Sachen und so, wie gesagt, wenn man jetzt nicht die Zeit hat oder so, um die Bücher zu lesen, dann lest halt im Wiki. Lest euch ein bisschen ins Wiki rein und so, da werdet ihr auch viel schlauer. Und das hilft halt einfach, gerade generell bei so größeren Rollenspiel-Serien und Epen, hilft es, dass man sich in Wikis ein bisschen reinliest, um einfach die Geschichte zu verstehen. Das kann ich nur empfehlen. Ich meine, klar, sollte man gucken, dass man sich nicht spoilert oder so, aber ja, hilft schon. Wobei man auch sagen muss, wenn man bis jetzt noch nicht verstanden hat, was die Wilde Jagd ist, weil man das Spiel gerade zum ersten Mal spielt und noch nicht so mit dem Witcher-Universum zu tun hat, dann ist es auch okay und das wird ja auch im Spiel immer weiter erklärt. Also, schätze ich mal. Von daher muss man selber wissen, wie man damit umgeht. Wir brechen jetzt auf jeden Fall erstmal auf. Dann müssen wir uns wohl wieder trennen. Das gefällt mir nicht, aber ich verstehe es. Die Uhr tickt. Das tut sie. Warum teleportiere ich dich nicht nach Velen, damit du sofort da bist? Kommt nicht in Frage. Ich reite, sobald ich mich umgezogen habe. Wie du willst. Oh, und du siehst in schwarzem Samt wirklich toll aus. Meinst du? Vielleicht kann ich mir eine Rüstung damit füttern lassen. Viel Glück, Jen. Dir auch. Und wenn du wissen willst, was in der Welt passiert ist, während du und Wesemir durch die Wildnis gestreift seid, rede mit Botschafter Vaatre. Das ist er, dort drüben. Geralt, ich weiß, dass Krieg herrscht und so weiter, aber bitte spiel nicht den Helden, ja? Geh einfach den Hinweisen nach und komm dann zu mir, gesund und munter. Mensch? Ich werde auf dich warten. Diese Yennefer, ja, immer diese, wisst ihr, das ist halt das Ding, ne, Geralt, der könnte jede Frau kriegen, ja, jede, weil der alle denken sich so, boah, der hat weiße Haare, lol. Und tschüss. GG, easy. WB, beat next. Das, wisst ihr, der könnte jede Frau kriegen, weil hier, der ist der übelste krasse Boy, hat übelst so Muskeln und alles und dann so coole, lange, weiße Haare, denken sich alle, boah, krasser Shit. Ein Jammer, dass ich keine Zeit habe. Achso, mit dem könnten wir reden, ne? Aber der sucht sich natürlich zwei übel komplizierte Zauberinnen raus, ey. Nach dem Krieg und so weiter. Der Typ, ey. Natürlich. Die Diener des Kaisers sollten keine Geheimnisse voreinander haben. Werfen wir einen Blick auf die Karte, wenn's recht ist. Ja, warum? Warum einfach, wenn's auch kompliziert geht, ne?
Danke, Emzor. So. Erstmal jetzt hier für alle so ein bisschen auffrischen. Was passiert so? Wie läuft der Krieg? Ich meine, abgesehen davon, dass der Nilfgaardische Triumph unmittelbar bevorsteht. Ich nehme an, dass dies ein Privatgespräch ist, ohne Zeugen. Lassen wir also die Propaganda beiseite, auch die in Ironie verkleidete. Unsere Offensive lief hervorragend, bis der Winter kam. Edirn war in einem solchen Durcheinander, dass wir praktisch nicht auf Widerstand stießen. Wir hatten den Ponta vor dem ersten Schnee erreicht. Es blieb nur ein geschwächtes Ketven und Radowitz-Redanien, das die Hilferufe aus dem restlichen Norden ignoriert hatte. Wir dachten, sie würden um Frieden verhandeln oder sich sogar als Vasallen anbieten. Wir warteten siegesgewiss auf den Frühling. Radowit sich ergeben? Ja, eine vergebliche Hoffnung, gewiss. Radowit schickte weder Gesandte, noch näherte er sich unseren Positionen. Stattdessen schleppte er sich über das verschneite Kestrelgebirge und griff Ketven an, seinen Verbündeten. Der Angriff überraschte die Ketvener. Sie betrauerten noch den Verlust ihres Königs. Führerlos und entmutigt legten sie nach den ersten Scharmützeln die Waffen nieder und schlossen sich Radowit an. So stand uns im Frühling statt zwei schwachen Gegnern ein starker gegenüber. Tja. Lief wohl nicht so gut. Höre ich da einen Anflug von Bewunderung? Radowit ist unser Feind, aber ich kann nicht abstreiten, dass er gerissen ist. Er hat uns gelingt und nicht zu knapp. Zurück zum Krieg. In diesem Frühling gab es in den Marschen von Velen eine gewaltige Schlacht. Gewaltig, aber nicht entscheidend. Beide Seiten erlitten riesige Verluste, unvergleichliche Verluste. Radowit zog sich über den Ponta zurück. Er ist jetzt sicher, bis die Verstärkung aus dem Süden eintrifft. Dann wird Kaiser Emhyrvar Emrais ein für alle Mal mit ihm aufräumen. Könntet ihr nicht einfach nach Hause gehen? Das würde allen viel Rennerei ersparen. Von ein paar Leben ganz zu schweigen. Ich fürchte, jetzt steht zu viel auf dem Spiel, um aufzugeben. Wir können nur aufs Ganze gehen. So, so. Wie stehen die Dinge in Velen? Schlimm, wie üblich. Vielleicht schlimmer. Es war nie das Land, in dem Milch und Honig fließen. Jetzt fließt dort das Blut. Die Armeen sind mehrfach durchgefegt, haben die Felder zertrampelt, die Kornspeicher geplündert, die Dörfer niedergebrannt. Die Bevölkerung hungert. Ja, das ist wirklich nicht so gut. Und wie läuft's mit der Regierung dieses irdischen Paradieses? Nicht gut, um ehrlich zu sein. Unsere Kräfte sind schon sehr weit verteilt und Velen besteht vor allem aus sumpfigen Wäldern, die schwierig zu kontrollieren sind. Viele Patrouillen sind nicht in die Lager zurückgekehrt. Daher haben wir die Herrschaft über diese Region einem gewissen Nordling übergeben. Einem ehemaligen niederen Offizier der temerischen Armee namens Philipp Stenger. Besser bekannt unter seinem Pseudonym Blutiger Baron. Ich rate dir, meide ihn. Der sagt mir doch was. Was gibt es Neues aus Novigrad? Ist die freie Stadt noch frei? Ja, obwohl jeder weiß, dass das nicht so bleibt. Radowit ist in Ochsenfurt und der Kaiser hier in Wysima. Beide direkt vor den Toren Novigrads. Beide brauchen Geld und Schiffe, die Novigrad hat. Daher ist die Stimmung in der Stadt recht angespannt. Das ist natürlich verständlich. Wie gehen die Menschen mit Angst um? Sie suchen Beruhigung und Sündenböcke. Die Kirche des ewigen Feuers weiß das genau. Daher verspricht sie ihrer Herde das Heil, indem sie auf die Schuldigen zeigt. Wer hat den Krieg begonnen? Wer profitiert davon? Nun, das ist offensichtlich. Magier, Elfen, Zwerge. In einem Wort, samt und sonders Abweichler. Ich war 13 Jahre lang in Novigrad stationiert. Zuerst als Konsul, dann als Botschafter. Ich habe einiges gesehen. Grausamkeit, Zynismus, Gier. Aber was jetzt passiert, lässt mich schaudern. Das ist nicht so gut.
So, dann noch Skellige. Was gibt es Neues auf Skellige? Die Inseln. Nichts. Das ist doch der Stolz der Skelliger. Alles der Tradition entsprechend zu handhaben, wie ihre Vorväter. Und wie ihre Vorväter streiten sie miteinander. Plündern, überfallen gelegentlich unsere Transporte. Es ist ermüdend, aber sonst nichts. Skellige war immer eine Fußnote der Geschichte. Oh Mann. So wird es auch bleiben. Das klingt ja sehr zuversichtlich. Was, wenn König Bran die Jarls vereint und alle Clans gegen eure Flotte führt? König Bran ist alt und schwach. Wie ich höre, kann er sich kaum an die Namen seiner eigenen Vasallen erinnern. Könnte schwierig werden, alle zu vereinen. Ja. Vermutlich. Danke für deine Hilfe. Nichts zu danken. Möge die große Sonne deinen Pfad beschatten. Ja, ja, ist ja gut hier mit der scheiß Sonne. Hier, geh nach Hause. Wie die alle ausrasten, nur weil sie im Weg rumstehen. Unverständlich. So, hier ist der Krämerknecht. Wie kann ich dem Herrn dienen? Kämmerer meine ich. Gib mir meine Sache. Zitrone und Nelken. Der Duft hält die Kleidung des Herrn länger frisch. Tausend Dank. Ja, super. Der Kaiser ist nicht für seine Geduld bekannt. Er will seine Tochter zurück, gesund und munter, so schnell wie möglich. Ja, er hat was in dieser Richtung erwähnt. Reise nach Velen. Aber erstmal ziehen wir uns an hier. Hält ja keiner aus. So, wir nehmen das Velena Langschwert. Das Hexer Silberschwert. Jägerstiefel. Die schicke Hose. Armbrust legen wir natürlich auch an. Gut, sind wir fertig, oder? Ich denke schon. Wobei man sich mal angucken müsste. Ne, Alchemie in der Tower. Wo sind denn die Rezepte? Sehe ich die jetzt hier irgendwo schon? Also ich meine, zum was ich bauen kann. Ich habe ja diesen Plan für dieses Vipern-Silberschwert gefunden. Kann ich den nur beim Schmied einsehen? What? Wie viel Erfahrung habe ich denn? Ach, ich bin Stufe 4. Ich kann ja aufleveln. Konnen ja aufleveln und ich habe einen neuen Platz bei meinen Fertigkeiten. Der Fuck. Der Fork. Na gut, gehen wir uns also erstmal noch. Machen wir das erstmal. Maxen wir das erstmal. Warte mal. Ich will so machen. Da ist noch Ausrufezeichen. Können wir eine Quest annehmen? Stimmt es, dass die Frauen hier im Norden nur einmal alle 3 Monate baden? Ja, stimmt. Hm? Oh, stimmt. Die habe ich noch nicht angerüstet. Bis dann. Achso, mit dem kann ich Wind spielen. Inventory. Nee, das wollte ich. So. Jetzt sieht das doch vernünftig aus. Ja, sehr schön. Schieb ab. Okay, und jetzt ist der Chat also. Okay, meine Lebensanzeige. Das ist echt nicht Streaming-Overlay-freundlich, das Spiel. Das muss man wirklich mal sagen. Velen. Geralt und Yennefer waren wieder vereint und Geralt war zufrieden. Doch der Hexer erfuhr, dass sein einstiges Mündel, Cirilla, von ihrer langen Reise zurückgekehrt war. Und nicht nur das, sie war in Gefahr. Geralt musste Cirilla finden, auf kaiserlichen Befehl und auf Geheiß Yennefers. Hört, hört. Lasst uns Ciri suchen. Ja, komm, haben wir Yennefer gesucht und gefunden, müssen wir jetzt hier Ciri suchen. Mensch, es geht immer nur um Frauen, ey. Immer. Auch wenn es augenscheinlich erstmal nicht um Frauen geht, geht es letztendlich trotzdem um Frauen. Ja? Müsst ihr euch merken. Es ist immer so.
Immer das Gleiche. Weiß ich noch nicht, Emzer. Wahrscheinlich aber nicht, weil ich morgen echt eine Menge zu tun habe. Ich halte es für unrealistisch und ich muss halt den ganzen YouTube-Betrieb quasi auch wieder in Gang setzen und so. Ich habe noch, es muss Bloodborne halt wieder weitergehen. Ich habe es noch nicht geschafft, vor dem Urlaub weiter das zu taggen und so und zu planen. Das werde ich morgen machen, damit Bloodborne dann fertig wird und so. Ich habe es hochgeladen, aber es kommt halt noch nicht. Oh, 5 Tage später. Wir sind in WLAN angekommen. Und hier hängen Leute ein bisschen rum. Das ist natürlich nicht so schön. Die Nilfgaardische Verbindung. Oh lol. Was ist denn da los? Ach, Wildhunde. Warte mal. Dann nehme ich mal kurz Igni. So, Ruhe. Junge, Junge. Wobei ich ganz schön viel kassiert habe. Ich wollte eigentlich so alle mit einem fetten Flammenstoß abfackeln. Hat nicht geklappt. Heya! Heya, was ist das da? Aber es sieht doch so gut aus, ey. Hey! Oh! Es sieht so gut aus, Alter. Das ist einfach nur der Hammer. Ja, ich wollte nicht absteigen. Aufsetzen. Plätze. So. Schneller. Und Querfeld ein. Super Maut. Was ist das? Oh. Das stimmt allerdings und der hält ultra viel aus und der ist einfach ein Todesbär, ey. Okay, das kann man nicht blocken. Das Bär! Oh lol. Und in dein Gesicht! Uiuiui! Das war ein fetter Kampf. Und warum ein fetter Bär? Bären sind immer fett und krass. Immer. Hüpf. Hey. Oh, Wildhunde, ganz im Ernst. Komm schon, Plätze. Soll ich schwimmen?
Ich mach's einfach. Ich will einfach mal schnell rüber. Damit wir am schnellsten gehen. Vorausgesetzt, ich kann da irgendwo hoch. Komm ich hier an Land? Ja. Ja. Okay. Wählen. Jakob, Hannah, nach Hause. Sofort. WTF. Ich will da hoch. Okay, geht nicht. Schade. Komm ich hier hoch? Nee. Aber hier komme ich rüber. Sehr schön. Geh zur Taverne. Oh, hier ist ein schwarzes Brett. Vermisst der Mikkel. Vermisst die Ehefrau. Das kann kein Schwein lesen, außer irgendwas mit Squared Hell. Eine Bitte. Da ich nichts anderes hatte, gab ich meinen Kindern Pfannkuchen aus Eichelmehl. Aha. Oh. War wohl nicht so das Beste. Was? So, wir nehmen das mal alles mit. Gut, wir bedecken das Blut mit Sand. Was? Wildes Herz? Achso. Ja, okay. Wir gehen jetzt erstmal hier in die Schenke. Wobei. Bevor wir hier weitermachen. Ich bin jetzt langsam ziemlich müde irgendwie schon. Ich muss vom ganzen Urlaub und so meinen Biorhythmus erstmal irgendwie wieder in Richtung Stream und so verschieben. Ja, deswegen. Stellen wir uns hier mal in die Sonne. Es sieht so gut aus, das Spiel, Leute. Wir machen hier erstmal einen Cut. Machen morgen dann weiter, damit ich irgendwie auf mich wieder konzentrieren kann und so. Und nicht wie eine Schlaftablette hier nur noch quatsche. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich hoffe, ja, wir sehen uns morgen wieder. Danke fürs Einschalten auf YouTube. Ich mache hier schon mal Tschüss. Bis dahin. Und ja, wir, Leute, hier verabschiede ich mich mal auch. Ich speichere jetzt noch. Spiel speichern. Genau. Dann mache ich jetzt mal Schluss. Gehe jetzt auch erstmal pennen. Morgen dann werde ich ein bisschen YouTube-Kram machen und so, sodass da alles wieder läuft. Und wir sehen uns dann morgen Abend hoffentlich weiter wieder, wenn wir hier mit Geralt das Ganze hier, den ganzen Kladderadatsch